So, und hier sind wir auch schon wieder zu Let's Play The Division. Ich würde gerne diese Mission machen, wegen der Blaupause. Ja. Weste und ein anderes Ausstattungsobjekt, was wir da bekommen. Auch wenn es nur grün ist, habe ich da Bock drauf. Oh, jetzt hat er es weggemacht. Ich hatte schon mal ausgewählt, weil ich schon mal geguckt hatte, was können wir als nächstes machen. Hey Und Chat, dann würde unser ich gerne die Netzwerk hat machen. akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. Okay. Okay, wissen wir Bescheid. 911, um welchen Notfall geht es? Quatsch, ich bin's, Jen. Ich bin gerade beschäftigt. Hinterlass eine Nachricht, dann rufe ich zurück. Peace. Peace. Hi, ich bin's nochmal. Ich möchte, dass du dir was anhörst. Pass Was auf. denn? Es sind Vögel, Jen. Nach 9 Jahren hinter Gittern ist das so unglaublich erfrischend. Ah, muss jetzt los, noch ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen. Aber keine Sorge, bald siehst du mehr von mir. Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, nicht mal der Knast könnte uns trennen? Ach, und ich bin deinem Freund begegnet. Er sagt Hi. Peace. Peace. Und alle drei mitgenommen, weil jetzt hier nur rumstanden wie so Vollmongos. Aber egal, so, wie gesagt, ich hab Bock auf diese Mission, wegen der Blaupause, die würde ich sehr gerne mitnehmen. Und da können wir uns wieder einen neuen Rüstungsgegenstand fertig machen. Habe ich schon Bock drauf. So. Diese paar Köfferchen können wir auch schon mal mitnehmen. Na, mit schönen Stoff wieder drin. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Stoff. So, und dann können wir, glaube ich, auch dementsprechend weiter. Was wir dann zurück? Nö, 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 und dann links. Gut. Vor uns sollen irgendwo Feinde sein. Ah, ich will nicht Granate. Was seid ihr denn? Ich sehe da jetzt nicht unbedingt irgendjemanden. Ach, guck mal. Da. Von da kommen auch noch welche. Habe ich nicht. Jetzt werden wir sehen, ob ich keine Chance habe. Zack. So. Da hinten ist doch auch noch irgendwo einer, oder ist er schon abgehauen? Ach, guck mal. Zack. Haben wir dich da auch liegend. Ja, so ein bisschen Rotz liegen lassen. Bisschen unnötig. Nichts Großes. Aber jo, egal. Wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Nö. Ein Augenblick mal. Einstellungen. Audio, Musiklautstärke. Effektlautstärke, Heimkino, TV-Lautsprecher, Heimkino. Ja. Ja, dachte, kann mich dementsprechend ein bisschen was einstellen. Oh. Jetzt reicht's hier. Hier. Das Ding ist gefährlich. So, es lenkt ihn ein bisschen ab. So, fertig. Fertig mit der Welt. Was hast du mir denn da liegen lassen?
Ja, nur irgendein grüner Rotz, also nichts Besonderes. Was ist denn hier drin? Ah, ein Tischchen. Haben wir ihn da? Nichts, was er großartig mitnimmt oder was? Mineralwasser und sowas. So. Schade, nichts Großes. Nichts Besonderes, was ist denn hier? Okay. So. Hier sind auch wieder irgendwo Feinde. Ah, wenig Sachen. Sind aber nur zwei, oder? Auch noch irgendwo einer. Ich glaube, wir sind hier fertig. Bei der Kälte friert einem das Hirn ein. Da oben, oder? Mist. So. Sind das, glaube ich, nur noch die zwei hier hinten? Die kommen jetzt hier rum, oder was? Da. Tut auch leid für dich. Ja. So. Kriegst einen durch den Zaun. Passt schon, ne? So, was haben wir hier? Schönes, feines, schnuckliges, ja, Werkzeug. Nehmen wir noch ein Handy. Gerade von der Nachtschicht angerufen. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Wärter muss es eingeschleppt haben und es sieht so aus, als käme die Versorgungssphäre nicht. Also bleibt zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Das wird hart. Ja, aber sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikers Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so einem Scheiß festsitze. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Nee? Heute nicht. Heute mal nicht, John. Bleib mal heute lieber schön zu Hause. Wir haben wieder Feinde. Ach, guck mal da. Zack. Ach, hier ist noch irgendwo einer da. Was möchtest du? Meinst du? So. Du Hund, sagst du. Sowas sagt. Mensch, du Hund. Was ist mit dir? Hast du nichts Besseres auf Lager als so ein Lahmspruch, du Hund? So, wie komme ich denn da rein? Muss ich doch hier irgendwo rüberklettern können, oder? Wow. Na, so bitte. Da sind wir auch schon gleich. Gucken uns da mal die Mission an. Ich hoffe, das ist was Cooles. Mich interessiert, wie gesagt, nur die Blaupause. Gute Ausrüstung ist das A und O. Was treiben Sie sich hier herum? Zug zum Dach finden. Hey, Sie! Warum hilft uns denn niemand? Verdammt! Weiß ich nicht, warum euch niemand hilft. So ein Scheiß. Sie sind echt knallhart. Was soll ich machen? Das ist mein Job. Sie mich jetzt aus? Jo, habe ich hier durch Zugang zum Dach? Ich weiß es nicht. Da war was drin. Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Was haben wir hier? Blendgranate. Was haben wir da Feines? Nochmal Stoff. Oben über uns wird bestimmt auch nochmal was sein. Ist jede Menge. Stoff.
wechsle mal die Pistole, weil wir jetzt sowieso drin sind. Ja, was haben wir denn hier? Integrieren. Ach, guck mal an. Kommen wir von der Seite raus. Ah, da liegt ein Telefon oder was? Wo bist denn du, Telefon da? Und seit gestern gibt es 3 neue Leichen. Sind schon eingepackt und dekontaminiert. Okay, wir schicken bald jemanden vorbei. Gut. Ehrlich, ich verstehe nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich fange jedenfalls an. Augenblick. Da ist irgendwas los. Sir, Sie dürfen nicht hier sein. Wir sind ein offizielles Sarah-Gesundheitszentrum. Sie müssen... Zurück, dann passiert keinem was. Wir wollen nur an die Vorräte. Es muss niemand... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir wollen nur die Vorräte. Es muss niemand... Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist anscheinend nicht so gelaufen, wie er wollte. Was haben wir hier? Okay. Das extra jetzt erst aufgehoben. Ich dachte, da kommt dann auch wieder irgendein Palaver. Aber anscheinend nicht. Schöne Bude. Sehr nice. So, kommen wir hier noch weiter hoch. Ja, aber hier drüber wohl nicht. Sind wir jetzt an anderem? Nein. Da muss es doch einen Weg geben, oder? Durchs Fenster oder sowas? Habe ich da was übersehen? Oh. Jo. Ich springe einfach mal raus. Super. So, wir sollen immer noch irgendwie da hoch aufs Dach. Aber wo? Wäre das vielleicht hinten rum gewesen? Durch den Laden hinten rum. Weil hier drüber finde ich jetzt gar nichts. Schade. Schade, schade. Open 7 Days. 7 Tage geöffnet. Ist aber nett für die Angestellten. So, hier war es hinten rum. Komme ich hier irgendwie rüber aufs Dach? Ich hoffe, es wäre sehr nice. Wenn wir hier drüber mal irgendwie da könnten wir irgendwie aufs Dach, aber dann kommen wir nicht hier rüber, oder? Nein. Mich jetzt veräppeln. Hier, Begrüßungskomitee. Nö. Noch mehr. Zuck. An mein Freund, versteck dich doch nicht hinter so hinterm Auto. Das bringt dir nichts. So, das hat er jetzt nicht mitgenommen. Warum nicht? Keine Ahnung. Einfach mal mitnehmen, brauchen wir. Schönes Ding. Trotzdem möchte ich jetzt gerne aufs Dach. Wie komme ich denn da auf dieses verkackte Dach? Die Leiter, kann ich die runterschießen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, sonst wäre das mal so eine Stelle gewesen, wo das hätte gehen können. Da ist kein Fenster offen, dass wir dann da drauf springen könnten. So wie beim Coffee. Da sind die Fenster, wo wir dann da drauf kommen würden, auch nicht offen. Jetzt hier völlig banane oder es muss hier doch irgendwo einen Eingang geben, um auf dieses scheiß Dach zu kommen. Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht 2 Monate suchen. Was? Was ist mit dem Berg Gottes?
Kommen wir hier drüber irgendwie da hoch? Naja, da kann man nicht hochklettern. Boah. Die strengen hier aber auch ein bisschen ein auf den Sack. Und das ist, hier waren wir doch, oder? Oder? Nö, ich glaube, hier waren wir schon mal und haben umgeguckt, ob wir hier drüber. Aber hier drüber finde ich auch keinen Zugang. Aufs Dach.